Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Letzte Woche hat die belgische Regierung mitgeteilt, dass sie das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, kurz unter dem Namen CETA bekannt, vor dem Europäischen Gerichtshof bringen will. Aus unserer Sicht ein überfälliger Schritt. Es muss rechtlich, es muss vom obersten Europäischen Gericht geklärt werden, ob dieses Handelsabkommen mit dem EU-Recht zu vereinbaren ist. Und ob, und das ist sehr wichtig, der nationale Rechtsweg, die nationale Souveränität damit ausgehebelt wird. Das sind Fragen, die nicht vor einem Schiedsgerichtshof verlagert werden dürfen, sondern wir meinen vor der obersten Institution Europas. Zwischen Kanada und EU mit dem jeweils gut funktionierenden Rechtssystem ist ein solches Verfahren über Schiedsgerichte nicht notwendig. Dafür haben wir ja eine ordentliche Rechtsprechung. Wenn überhaupt, müsste man an multilaterale Rechtssysteme denken, wie wir sie an anderer Stelle ja haben. Nun soll aber, und das ist wichtig in diesem Zusammenhang, CETA vorläufig am 21. September, also in Kürze, in Kraft treten, bevor, auch das ist wichtig, das Abkommen von den EU-Mitgliedstaaten ratifiziert wurde und bevor eben der Europäische Gerichtshof sich mit dem Abkommen beschäftigt. Mag es auch sein, dass die rechtspolitisch heiklen Punkte wie das Schiedsgericht oder die regulatorische Kooperation am 21. eben noch nicht in Kraft treten werden. Aber was bedeutet das umgekehrt? Einerseits einen größeren Teil, der in Kraft tritt für den Rechtsstaat und für die demokratische Willensbildung auf jeweils nationaler Ebene. Ich meine, das grenzt zum Teil an Nötigung. Eine Ablehnung des Abkommens durch die souveränen Nationalstaaten oder auch die entsprechenden Verfassungskammern verursacht deutlich höhere Kosten, wenn Teile davon schon vollzogen werden. Und natürlich wird dieses Argument in den Diskussionen auch auftauchen, die Kostenfrage, wenn jetzt das Abkommen noch abgelehnt würde. Daher fordern wir die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass das vorzeitige Inkrafttreten eben nicht stattfindet und die geschilderten Auswirkungen verhindert werden. Auch wir sind für einen umfassenden, fairen Freihandel. Wir sehen sehr wohl die großen Chancen, die im freien Austausch von Waren und Dienstleistungen weltweit stecken. Wir sehen die Möglichkeiten für einen fairen Welthandel, um die Lebensbedingungen weltweit deutlich zu verbessern. Aber das geschieht eben nicht durch CETA, TTIP oder TISA oder JEFTA. Da handelt es sich um Handelsabkommen, die eher zur Abgrenzung als zum Welthandel auffordern. Wir sehen die Vorteile für die Wirtschaft. Neue Arbeitsplätze können geschaffen werden durch einen fairen Welthandel. Aber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind eben auch Verbraucherinnen und Verbraucher. Und hier gilt es darum, diese Rechte auch zu schützen und die Qualität und die Sicherheit von Produkten zu gewährleisten. Das sind wichtige Errungenschaften und eben keine Handelshemmnisse. Verbraucherschutz muss Ziel einer guten Handelspolitik sein und nicht Zielscheibe. Leider ist zu befürchten, dass bei den erwähnten Abkommen das nicht so gehandhabt wird. Und hier gibt es klare Hinweise, dass die langjährigen Anstrengungen, die wir in Deutschland, in Europa beispielsweise hatten, das Wasser oder das Trinkwasser als wichtigstes Lebensmittel vor einer marktwirtschaftlichen Orientierung zu schützen und damit den Brunnen im Dorf zu erhalten, dass diese wichtige Frage auch im Rahmen der Handelsabkommen erneut aufgebohrt wird und damit die langjährigen Bestrebungen von Seiten der Wirtschaft, auch die Trinkwasserversorgung, die Wasserversorgung einem Markt zuzuführen und damit eben nicht mehr für alle in der Daseinsvorsorge zugänglich zu machen, aufzubohren. Auch das Prinzip der Vorsorge ist betroffen und würde eine gewachsene Rechtsentwicklung in Europa massiv beeinträchtigen, zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das Problem globaler Abkommen ist aber noch ein anderes. Immer dann, wenn zwei Parteien oder zwei Regionen sich auf ein solches Abkommen unter Ausschluss der öffentlichen Regeln einigen, geht es oft zulasten von Dritten. Und dabei sollten doch Handelsabkommen auch dazu beitragen, Probleme zu lösen, wie beispielsweise Fluchtursachen,
Aber so wie die Handelsabkommen heute gestaltet sind, tragen sie eher dazu bei, diese Probleme zu verschärfen und sind nicht wirklich im Sinne einer solidarischen, fairen und internationalen Handelspolitik zu verstehen. Die Redezeit. Mit unserem Antrag möchten wir der Landesregierung die Möglichkeit geben, sich eben für einen solchen fairen internationalen Handel einzusetzen. Herzlichen Dank.